Ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker HD. Die letzte glorreiche Session ist vorbei. Eine neue steht hier an und ich hoffe, sie wird nicht so aufreibend für meine Nerven. Es geht mal hier hinauf auf unseren roten Leunkönig. So, wir haben jetzt ja das nächste Ziel vor Augen, die C4-Inseln. Bevor wir das jedoch tun, brauche ich wirklich mal ein bisschen Entspannung, denn wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir so erledigen können. Das heißt, wir werden den Kanon des Sturms anspielen. Und ich sagte ja auch schon mal, dass wir mal Portemonnaie ein bisschen bei Nacht erkunden wollen, denn da gab es diese Auktion zum Beispiel, die ich noch sehr gerne machen will und machen wollen würde. Das heißt dann also nichts wie auf Portemonnaie bei Nacht haben wir auch gerade. Und ich habe so zwei, drei Sachen, die ich gerne machen möchte. Insofern ab von Bord. Hinauf geht's. Und da jetzt die ganzen Banditen nicht mehr hier sind, die ganze Piraterie, können wir doch, so hoffe ich, die Auktionshalle mal besuchen. So, also hineinspaziert. Und hoffentlich wird auch was Tolles angeboten. Zum Beispiel ein Item, das nur, oder das hier extra exklusiv in der HD-Version verfügbar ist. So. Guten Abend, guten Abend. Das Erdgeschoss dieses Hauses hier wird als Auktionshaus vermietet. Und auch heute gibt es wieder eine Auktion. Nun ja, Auktion klingt immer so hochgestochert. Nennen wir es Versteigerung. Alle bieten einfach um einen Gegenstand, um die Wette, und wer alle anderen überbietet, er steigert ihn dann auch. Und, habe ich das Interesse geweckt? Kinder wie Erwachsene sind hier gleichermaßen willkommen, unglaublich. Willst du an der Auktion teilnehmen? Na dann auf jeden Fall. Verstehe, verstehe. Ach übrigens, jede Erklärung können wir uns doch sparen, oder? Können wir. Na dann kommen wir doch gleich zur Sache. Dann wollen wir endlich beginnen. Zeit ist Geld, Zeit ist Geld. Das gilt natürlich besonders für eine Auktion. Und da haben wir gleich 1, 2, sogar Marios dabei. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ganze Auktionäre hier. Seien Sie mir willkommen, hochgeschätzte Kunstkenner und Raritätensammler, die Sie sich auch heute Nacht wieder so zahlreich eingefunden haben. Ja, ja, wieder einmal ist es Zeit für unsere Auktion. Welch kostbares Kleinod erwartet uns diesmal? Ich muss gestehen, auch mir treibt die Spannung wieder den Blutdruck in die Höhe, also dann das heutige Exponat ist. Dieses welche? Boah, das 7-Meilen-Segel. Genau das meine ich. Dieses Item, dieses Segel wollen wir haben. Exklusiv für die HD-Version gibt's dieses Segel. Was für eine Überraschung. Dies ist gewiss kein Artikel, der einem alle Tage in die Hände gefällt, meine Damen und Herren. Ja, ja, und wenn ich das sage, dann können Sie mir das auch ruhig glauben. So, dann wollen wir mit der Auktion beginnen. Als Eröffnungspreis halte ich 100 Rubine für angemessen. Und los! Na, wir müssen ganz oft A drücken, bis wir dann ein Gebot abgeben dürfen. 103 Rubine sind geboten. Und es gibt auch eine Zeitbegrenzung. Nach einer gewissen Zeit kann nichts mehr geboten werden. Greifen Sie alle bitte noch ein wenig tiefer in die Tasche. Es lohnt sich natürlich. Brunhilde bietet auch mit. Was wollen die denn damit? Ich dachte immer, dass die gar nicht auf See fahren, die Portemonnaie-Bewohner. Aber dieses Segel wollen alle haben. Das ist nicht zu glauben. 112, geboten von Gorm. Sieht auch aus wie ein Seemann, so ein bisschen. Mit einem Buschel auf der Brust. Und da ist Mario, 118 Rubine. Unfassbar. So, wir können auch bald mal bieten. Aber wir warten noch ein bisschen. Ich glaube, auch schlau ist es, so ein bisschen viel zu bieten. Oh, wir dürfen schon bieten, das wollte ich doch noch gar nicht. Hm, okay, egal. 100... 163. Das ist mal ordentlich, oder? Ordentliche Steigerung. Oho, Takiros Gebot hat allen anderen vorläufig erstmal kräftig die Sprache verschlagen. Meine Güte, ist der Kleine denn das Wahnsinns? Unfassbar. Da freuen wir uns erstmal und können schon wieder ein bisschen A drücken. Dass wir auch bald wieder bieten können. So. Gut. Na, ich wollte doch gar nicht nochmal. Wie scheiße ist das denn?
Okay, am besten nicht so viel bieten, denn ich glaube, ein bisschen macht er automatisch noch. Okay, langsam geht die Zeit zur Neige. Ich glaube, er sagt auch an, wenn die letzten 5 Sekunden angebrochen sind. So. Wir lassen mal erstmal so den Balken stehen. 180, die bieten aber ordentlich, ne? Die wollen das Teil auf jeden Fall haben. 186. Wir sollten, glaube ich, ein bisschen viel bieten, wenn die Zeit fast um ist. Das ist, glaube ich, schlauer. Das war gerade dumm von mir, so viel zu bieten. 198. Mario ist sehr hartnäckig. Der will es unbedingt haben, das Teil. Und Anton ist auch dabei. So, wie viel Zeit ist denn noch? Wie viel Zeit ist denn noch? Verdammt, das ist mir zu viel Geld. Irgendwann. Noch wenige Augenblicke, entscheiden Sie sich jetzt. Okay, wir sollten jetzt auf jeden Fall Gas geben. Jetzt heißt es Gas geben. Noch 7 Sekunden. Ich würde mal sagen, 257 Rubine. Das ist ordentlich. Oho! So viel Geld. Der Knirps hielt sich für eine Konkurrenz. Und jetzt so eine Katastrophe. So. Letzten 5 Sekunden. Sind die Würfel also gefallen? Ist alles entschieden? Gas geben! Und zum ersten, zum zweiten und zum dritten, wir haben es geschafft. Das Exponat, das 7-Meilen-Segel geht an. Takeru für 257 Rubine. Ich muss schon sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, da darf man ruhig neidisch sein. Ja, da haben wir es, das 7-Meilen-Segel. Ein Segel, das durch modernste Technik die Geschwindigkeit des Bootes erhöht. Außerdem wirst du den Wind immer im Rücken haben. Du musst nicht mehr in mühsamer Kleinarbeit die Windrichtung bestimmen. Kurze Seereisen garantiert. Also wirklich fantastisch, dieses Item. Ja, so jung, aber hast du schon Fauste hinter den Ohren. Na, wenn du aber weiterhin so freigebig mit dem Geld umgehst, endet das noch böse. Glaube ich nicht. Nun gut. Sowohl die Freimütigen als auch die Grausrigen, ich entlasse sie hiermit alle. Wie immer habe ich ihnen allen aufs Aufrichtige zu danken. Ich erlaube mir sodann, die heutige Auktion für beendet zu erklären. Meine Damen und Herren, gehaben Sie sich wohl. So, wir haben genau dieses sonderbare Extra-Item obendrauf. Wirklich, wie ich finde, eine ganz, ganz gelungene und, ja, sehr tolle Erneuerung. Und, neues Item, was eingebaut wurde. Sehr, sehr gut. Okay, was ich hier noch wollte. Wir werden also erst später sehen, wie dieses Segel so ist. Aber bestimmt ganz cool. Kann ich mir vorstellen. Hoffe ich zumindest, oder? Sonst wäre es rausgeschmissenes Geld gewesen. So. Hier haben wir einen tanzenden Freak. Tun wir es jetzt schon? Man konnte irgendwie... Ne, wir reden mal mit ihm erstmal. Tja, so war es wohl auch nicht. Was ich auch probiere, es stimmt einfach nicht. Hm. Oh, wie unhöflich von mir. Ich war so vertieft in meinen Tanz, da habe ich dich ganz übersehen, mein Lieber. Ich bin Tira Volta. Unfassbar. Tanzen ist mir wichtiger als 3 Mahlzeiten am Tag. Da setze ich klare Prioritäten. Und eines Tages werde ich ein Star sein. Aber genug geplaudert. 1, 2, 1, 2, 3... weißt du? Vor langer Zeit, da habe ich mal jemanden getroffen, der konnte doch tatsächlich mit seinem magischen Tanz den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen. An dem Tanz kann ich mich noch einigermaßen erinnern, aber der Rhythmus ist mir ja irgendwie entfallen. Sag mal lieber, hast du vielleicht auch Rhythmus im Blut? Na klar. Wir müssen jetzt einfach mal das Ding zweimal durchlaufen lassen, im Dreiertakt und dann... Genau. Cha-cha-cha-bum, cha-cha-bum, oh ja. Genau das ist der Rhythmus. Na dann kann's ja losgehen. Wow. Was für eine Drehung. Unglaublich. Und nochmal das Ganze. Ein toller Elvis-Verschnitt. Unglaublich. Jetzt irgendwie das Lied spielen. Wie war's denn noch? Ich glaube so, ne? Oder? Das ist richtig, glaube ich. Du hast die kleine Tag- und Nachtmusik erlernt. Toll. Wundervoll. Ich kann mich wieder klar daran erinnern. Also dann, es werde Tag. Es werde Tag? Oha, aber wie kann das sein? Wieso tut sich denn gar nichts? Wieso denn nur?
Das kann natürlich nur der Held der Zeit, beziehungsweise der Held des Windes. Nur wir können das. Das heißt, wir können jetzt also in der Tat die Nacht zum Tag machen und umgekehrt. Also ganz, ganz cool. Braucht man auch nicht zwingend, aber schön zu haben, dass man halt so ein bisschen zumindest so die Zeit beeinflussen kann. Den Fluss der Zeit. Gut, was wollt ihr noch? Irgendwas wollte ich noch. Und das hat was mit der Windmühle zu tun. Nur, wo war das hier noch? Hier muss irgendwo eine Leiter, genau. Hier ist eine Leiter. Das ist schon mal toll. Also rauf hier, Link. Du schaffst das. Denn da ist, glaube ich, ein Schalter. Und dieser Schalter bewirkt Folgendes. Bei diesem Schalter setzen wir, oder sollten wir zumindest, das Windrad in Bewegung setzen. Aber das klappt schon mal nicht. War das der Wind noch irgendwie, der verstellt werden musste? Ich glaube ja. Aber nur wohin? Erstmal nach Norden. Und wenn es das nicht bringt, dann halt nach Süden, Westen, Osten, keine Ahnung. Ach, das war richtig schon. Norden war richtig, okay. Das Windrad dreht sich. Schön. Heißt also, wir haben schon mal was Tolles bewerkstelligt, aber jetzt gilt es noch irgendwie dahin kommen. Huh. Auf das Windrad. Und ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, wo das war, aber irgendwie und irgendwo kommen wir da schon hin, hoffe ich. Hier war es nicht. Hier geht's in die Villa. So, wie kommen wir da am besten jetzt hoch? Mussten wir durch den Laden oder so? Also rein geht's auf jeden Fall schon mal. Hier haben wir doch dieses Schiffe versenken gespielt. War ja auch sehr genial. So. Wollen wir aber nicht mehr. Wir wollen hier raus. Und das war schon mal gut. Genau, hier können wir rein. Oder auch nicht. Aber jetzt gleich hoffentlich. Huh. Jump. Gut, das war schon mal der 100-Punkte-Sprung. Momentchen mal, wir brauchen jetzt, glaube ich, ein Item. Und zwar die Feuerpfeile sollten wir jetzt mal parat haben. Nein. Jetzt aber. Und zwar schießen wir damit direkt hier rein. Entzünden die Flammen und das Windrad bzw. der Leuchtturm fungiert wieder und sendet Licht. Also ganz cool. Schön obendrein und eine Kiste erscheint. Und das müsste was Tolles sein. Ich werde es nicht spoilern, aber es ist was Herzhaftes. Also was zu essen wahrscheinlich, ne? Gut. Jetzt noch mal am besten zu diesem Kerl, der hier auch noch irgendwo war. So, huh, rüber hier. Und mit dir reden wir jetzt mal. Eine schöne Nacht, nicht wahr? Es ist kaum zu glauben, aber das Riesenrad hat doch tatsächlich plötzlich angefangen, sich wieder zu drehen. Na, warum wohl, du Penner? Wer mag es wohl wieder in Gang gesetzt haben? Na, wer wohl? Wie auch immer es war, eine steht jedenfalls fest. Es gibt eben doch noch nette Leute auf der Welt. Nun, wenn es sich also schon mal gedreht, solltest du dir auch eine kleine Fahrt damit gönnen, Junge. Damit spring einfach doch in die Gondel und genieße die Aussicht. Haben wir doch schon. Eine schöne Nacht, nicht wahr? Hast du das gesehen, Junge? Der Leuchtturm strahlt wieder. Damit wird die dunkle Nacht endlich wieder von strahlendem Licht erhellt. Mann, bin ich so glücklich. Ich muss einfach irgendjemandem etwas schenken. Da kommst du mir hier gerade recht, Junge. Hier, das ist für dich. Wir erhalten ein Herzteil. 4 haben wir. Das heißt, einen Herzcontainer haben wir jetzt mehr. Toll. Damit hat Portemonnaie sein Wahrzeichen wieder. Und das Leben hier wird sicherlich bald noch geschäftiger werden. Sehr schön. Also endlich mal haben wir uns einen Herzcontainer hier eigenständig zusammengesammelt. Und wir haben hier noch eine Kiste.
freigelegt, die hier irgendwo jetzt erschienen ist, nachdem wir das Licht zurückgebracht haben zum Leuchtturm. So, da hinten haben wir das Teil. Soll ich das den Wind mal verstellen? Ich glaube ja, ne? Weil der Wind weht nicht in unsere passende Richtung. Ich würde mal sagen Richtung Westen. Ist auch nicht optimal. Wir können es mal probieren, oder? Einfach mal probieren. Wenn es schief geht, haben wir die Arschkarte, aber mal gucken. Der Wind? Nee. Das ist auch nichts. Das sieht man jetzt schon. Schubidu. Vielleicht Süden? Süden ist perfekt. Süden ist exzellent. Okay. Huh. Und rüber hier, rüber hier, rüber hier, rüber hier. Boah, geschafft. Kiste geöffnet. Was finden wir? Wir bekommen noch ein Herzteil. Das hat sich ja mal gelohnt. Supi. Damit haben wir auch alles soweit erledigt, was ich jetzt unbedingt in Portemonnaie erledigen wollte. Zumindest all das, was mir noch in Erinnerung war, was ich noch so einigermaßen im Gedächtnis hatte. Gut. Das heißt, wir können dann hauptstory-technisch demnächst weitermachen. Und auch mal gucken, wie das mit dem 7-Meilen-Segel so ist. Das Fahren auf dem Meer. Es wird also spannend weitergehen. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut.